hier lang. Das übrigens passiert, wenn man betrunken ist. So. Mann, das ist ganz schnell. Ich habe nämlich keine Lust. So, wo ist der zweite da? Sehr gut. Nein! Das wollte ich nicht. Will ich das jetzt nochmal aktivieren? Ah, shit. Okay. Bisschen überlegt. Treffer auf die Markierungen richten die Torbögen neu aus. Vielleicht geht's ja auf der anderen Seite vorwärts. So. Ich hab das schon verstanden. Das Glas gestern Abend war zu viel. Revelio. Arresto momento. Lazio. Expelliamus. Ich glaube, das war's, oder? So. Ah ja, ja, genau. Accio. Wingardium Leviosa. Hat sich aber jetzt auch nicht so. So. Dann haben wir das auch. Revelio. Hier war nichts mehr, ne? Zaubertränke bin ich voll. Und dann wollen wir noch mal hier Big Daddy begrüßen. Jetzt aber erstmal auf diese Seite hier. Lazio. Expelliarmus. Ich bin auch
Die Seite hier. Ui, und von uns stehen hier. Jetzt haben wir noch ein paar auf der anderen Seite. Einmal wieder wechseln. Lalalalala. Und tschüss. Das müsste es gewesen sein, ja. Spiegelkämpfe hier, ey. Ja, und da ist natürlich unser... Bubu! Können natürlich auch den hier machen. Was natürlich nicht sehr viel hilft. Aber wir können uns zumindest schon mal gut sprechen damit. Ja! Oh, Kugel! Kugel! So, und... Au! Quatsch! Aber ich glaube, haben wir! Juhu! So, sehr gut. Na, endlich! Der Typ ist halt keine Herausforderung, ne? So. Ja, da. Ich hab natürlich wieder richtig gelohnt. So. Und dann einmal in die Erinnerung rein. Nun, ich bin neugierig auf Isidoras Reisen. Nur herein. Hier, setzen Sie sich. Isidora, wir würden zu gern alle erfahren. Es geht los. Ich muss Ihnen etwas zeigen. Vater... Das sind meine Kollegen von Hogwarts. Vater spricht nicht mehr seit dem Tod meines Bruders. Auf meinen Reisen konnte ich meine Vermutungen bestätigen. Es liegt in unserer Kraft, Schmerzen zu nehmen. Isidora. Was haben Sie getan? Ich habe ihn befreit. Das ist unerforschte Magie, Isidora. Man sieht nur, was im Glas verschlossen wurde. Wir wissen nicht, welche Macht damit verbunden ist. Aber die Spuren dieser Magie sind anders als alle, die ich kenne. Danke. Ja.
Ist auf jeden Fall Sebastian's like, was die da macht. Sie sind zurück. Und sogar in einem Stück. Es ist schön, Sie wiederzusehen. Professor Rookwood hat mir War ja erzählt, eine tolle was auf Schloss Prüfung Rookwood gewesen da. passiert ist. Angesichts der vorherrschenden katastrophalen Umstände ist es ein großes Glück, dass eine so kompetente Person diesem Weg folgt. Danke, Professor. Ich werde das zweite Artefakt hüten, wie Sie mir geraten haben. Gut. Kann es weitergehen? Ja. Ja. Ich bin bereit, was auch kommen mag. In diesem Fall ist es Zeit für eine Einführung. Darf ich vorstellen? Neve Fitzgerald, ehemalige Schulleiterin von Hogwarts. Wie geht es Ihnen? Ich gebe zu, es überrascht mich eigentlich kaum, dass ein Schüler die Prüfungen absolvierte. Ja. Ich war stets überzeugt, dass Hogwarts-Schüler alles schaffen, was sie sich in den Kopf setzen. Danke, Professor. Ebenfalls sehr erfreut. Ich bin mir sicher, dass Sie meiner Prüfung mehr als gewachsen sein werden. Jedoch muss ich zuerst den Ort Ihrer Prüfung, wie soll ich sagen, vorbereiten. Wir vertrauen Ihnen, Professor Fitzgerald. Sie sollten am besten wissen, wie man mit dem Umstand umgeht, dass, nun ja... Mit einem hochmütigen und ärgerlichen Schulleiter? Das sollte ich wohl. Ich werde sogleich bestätigen, dass alles in Ordnung ist. Natürlich. Professor Fitzgerald braucht etwas Zeit, um den Weg zu räumen. Bis dahin sollten Sie weiter an Ihrer Magie arbeiten. Sagen Sie Bescheid, sollten Sie in der Zwischenzeit mehr über Renrocks und Victor Rookwoods Aktivitäten erfahren. Sehr gern, Professor. Ja, ich weiß. Ich soll meine Zauberkunst verfeinern. Sie lernen schnell. Hoffentlich hören Sie auch bald von Lodgok. Dann erfahren wir, wie es ihm mit dem Helm ergangen ist, den Sie besorgt haben. Das war gute Arbeit, wie immer. Wir sehen uns bald wieder. Sehr gut. Sehr gut. Wir haben Winter. Ausrüstung. Haben wir was Besseres? Ich bezweifle es, ja. Da haben wir auch nichts Besseres, ne? Ausprobieren. Ich Nati weiß. Erzählte mir von deiner Begegnung mit den Wilderern. Ich habe auch ein paar Neuigkeiten über sie. Können wir uns bald treffen? Ich fürchte, einiges von dem, was ich aufgedeckt habe, hat mit dir zu tun. Accio! Lazio! Okay. Ich habe zumindest versucht.
Ich soll Ihnen den Explosionszauber Bombarda zeigen. Wenn Sie meine Aufgaben abgeschlossen haben, kommen Sie nach dem Unterricht zu mir. Okay. Ja, wir haben jetzt auf jeden Fall wieder ein paar Aufgaben. Das ist sehr gut. Aufträge. So, trifft Poppy. Okay, das ist wohl... Oh Gott, spreche mit Sebastian. Das verlorene Kind. Okay. Dann gehen wir jetzt erstmal hier hin. Wieder mal auf Abenteuertour? Vielleicht. Die dunklen Künste sollten gemieden werden. Es ist zu riskant. Alles, was mit Salazar Slytherin zu tun hat, ist das Risiko wert. Ich bin anderer Meinung. Mehr sage ich nicht. Tut mir leid. Ich gebe nicht auf. Worüber haben Ominous und du gesprochen? Er macht sich lächerlich. Offenbar hat Salazar Slytherin ein geheimes Skriptorium hier in Hogwarts. Ominous meint, es wurde für dunkle Künste genutzt, also hält er sich fern. Ich erinnerte ihn, dass Anne ein Heilmittel braucht. Das Skriptorium könnte die Antwort sein. Die dunklen Künste wecken meine Neugier. Hinter schwarzer Magie steckt mehr, als man ahnt. Die Gaunts wissen das. Besser als die meisten. Vielleicht war das unpassend. Ominous Familiengeschichte ist zu persönlich. Das war das ein Nachfolger von ihm. So. Ich möchte mehr darüber erfahren, wenn du es mir erzählen willst. Ich sage es auch nicht weiter. Also gut. Aber das bleibt unter uns. Ominous lernte die schwarze Magie von seinen Eltern. Sagt dir der Cruciatus-Fluch etwas? Was bewirkt der Cruciatus-Fluch? Er ist bekannt als Folterfluch. Crucio. Er fügt dem Opfer heftige, unerträgliche Schmerzen zu. Finde ich gut. Seine Eltern, sollte eingeführt seine älteren werden. Geschwister hatten keine Skrupel, aus Spaß Muggel damit zu quälen. Ominous beschrieb die Schreie der Opfer als entsetzlich. Als er als Kind zum ersten Mal den Zauber selbst ausführen sollte, brachte er es nicht über sich. Zur Strafe verzauberte seine Familie ihn damit. Die Qualen waren so groß, dass er bei der nächsten Aufforderung nachgab. Ich habe Ominous wiederholt versichert, dass er nicht anders konnte, aber er hat sich immer noch nicht verziehen. Das ist grauenhaft. Aber egal unter welchen Umständen, er hätte das nie tun dürfen. Er hätte es besser wissen müssen. Glaub mir, es ist gar nicht so einfach klar zu denken, wenn du von Crucio getroffen wurdest. Nach diesem Vorfall wurde die Kluft zwischen Ominous und seiner Familie immer größer, bis ich auftauchte. Wenn er nicht in Hogwarts ist, ist er bei uns in Feldcroft. Ominous vertraut mir und meistens hört er dann auch auf mich. Ich erinnere ihn daran, wenn ich dem Skriptorium nachgehe. Ich schicke meine Eule. Bald habe ich Neuigkeiten. Ich werde Ominous schon noch umstimmen. Er wird es verstehen. Der Bacon. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich will nicht nach Hogwarts wegen Obersprüche lernen. Essen, Mann! Das Essen! So. Die Dinger sich halt wirklich mal füllen hier, wa? Ah, okay, mittlerweile... Ravenclaw ist irgendwie bei 0. Okay, Poppy,
Wir müssen uns mit Poppy treffen. Poppy. An die Recall. Bombarda ist, glaube ich, keine schlechte Idee. Ich muss nur noch mal gucken, wo ich die Recalls finde. Weltkarte. Okay. Okay, hier könnte ich auch dann gleich Dings machen. Dings machen. Wir machen Dings. Hallo, ich bin's, Gareth. Hast du kurz Zeit? Nein. Wir fangen ein Diricorn. Ein Dodo. Wir fangen gleich mehrere wieder. Und eigentlich könnten wir auch gleich dann das alte Magie-Ding machen, ne? Was wir können, können wir. Ne, Bombarda, gar nicht so eine schlechte Idee. Hier ist auch alte Magie unten. Rivelio. Da. Sieht interessant aus. Expelliarmus. Repulso. Defindo. Confringo. So. Ich mal eben gucken. Lumos. Oh, Max. Bin am Aufnehmen, auf damit. Aufgabe erledigt. Wo sind ein paar Diricalls hier? Brauch noch mehr da ist ja die Diricall. Ja, das holen wir auch mit. Protego! Wir nehmen alle mit. Bleib stehen! Bleib stehen, du Dodo. So, jetzt muss ich eigentlich alle haben. War das alles? Rivelio. Ja, ich glaube, das waren alle.
So, hier ist irgendwo alte Magie. Wer hier wohl gelebt hat? Mutig. Ja, jetzt ist klar, wer zu Hause ist. Diese Hexe in Fencroft hatte überraschend. Hier ist irgendwo alte Magie, das weiß ich. Das machen wir jetzt erstmal so. Ich kenne deine Art. Arresto, Mama. Mehr hast du nicht zu tun. Du kannst du. Ach, da oben war das mit der alten Magie. Okay. Ja, wir sind da. Du bist beeindruckt im Kampf. Hey, Doktor! Aber jetzt hast du deine. Du hast doch Nora Crescent im Kreis. Du machst deinen Stier doch keine gestohlenen Kobold. Akio! Diese Prothese! Du kommst davor zurückzuschlagen? Katio! Akio! Sehr gut. Perfekt, 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 perfekt. So. Ich muss einmal dahin, einmal dahin und einmal dahin, okay. Den. Ich habe Ominous wegen dem Skriptorium von Salazar Slytherin ausgefragt, aber vergeblich. Triff mich vor dem Slytherin-Gemeinschaftsraum. Mhm. Wir müssen reden. Mach ich. Hey, runter! Okay, hier kann ich nicht so runter. Lass mal. Runter. Ist das nicht wahr, ne? Das ist jetzt nicht wahr. Ich hoffe, das war nur ein Loch, den die jetzt bohren mussten. Dass die jetzt bohren mussten. Okay, wir machen das jetzt mal eben zu Ende hier und dann mache ich eine Pause. Ich hoffe, dass die schnell aufhören da oben. Vor allem die haben auch echt ein Talent dazu, immer den falschen Bohrer zu nutzen. Da ist eine Spinne drin, das weiß ich. Rebellion. Wenn Professor Fink das nur gesehen hätte. Die haben immer ein Talent, den falschen Bohrer zu benutzen. In eine Steinmauer nehmen die grundsätzlich immer einen Holzbohrer. Das hört man einfach, dass die einfach den falschen Bohrer benutzen. Die haben auch ein Talent, sowas hier Sonntag zu machen, also. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Die sind auch irgendwie schon gefühlt seit anderthalb Monaten da oben am Einziehen, also. Gut. Ja, gut. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Dann mache ich jetzt eine Pause. Ich hoffe, dass es um 17 Uhr fertig sind und dann komme ich wieder hier. So, dann bis später. Ja.